Wer Metroidvania sagt, der sagt Metroid und Castlevania. Und wer Guacamele sagt, meint nicht nur Metroidvania, also Metroid und Castlevania, sondern auch Beautiful Joe, Outland, Portal, Super Meat Boy. Hier, und Hühner in Mexiko. Das wollte ich vielleicht noch sagen. Ja, dann mach halt nochmal, sorry. Und Hühner in Mexiko. Du siehst es nicht selber. Ja, du musst jetzt mit leben! Ich kann's nicht mehr ändern! Bienvenido a la cocina mexicana con Juan y Roberto. Combinación de todo que nos gusta bueno. Un poco de Castlevania. Una pasión de tweet y un pot de lunch. Una combinación de mejores ingredientes. ¡Está rico! ¡Rico! So, jetzt wisst ihr schon mal im Groben, was abgeht. Guacamele ist ein sogenanntes Metroidvania. 2D-Spielwelt, schwacher Held wird zu Superheld, entdeckt mit neuen Skills immer mehr von der Welt und rettet den Tag. Für die Noobs unter euch noch eben geklärt, sowas heißt Metroidvania, weil es auf die zwei Oberklassiker dieser Spielart zurückgeht, Nintendos Super Metroid und Konamis Castlevania Symphony of the Night. Held wider Willen ist der junge Mexikaner und Agavenbauer Juan, der erst stirbt, dann zum Leben erweckt und schließlich durch eine magische Maske zum Luchador wird. Ihr wisst schon, das sind diese lustigen kleinen Wrestler mit den Masken. Und weil Wrestler sehr männlich sind und sich gern prügeln, spielt hemmungsloses Kloppen in Guacamele eine große Rolle. Lo principal a la cocina era la agresividad. Ah! Ah! Está rico, rico! Un poco beautiful, Joe! Super Metroid! Ganz so krass wie bei Beautiful Joe ist der Kampfschwerpunkt zwar nicht, aber schon durchdacht. Zum Beispiel boxt ihr mit immer neuen Moves nicht nur farbige Blockadeblöcke aus der Umwelt, sondern löst so auch entsprechende Schutzschilde um Gegner auf. Das Erkunden verschachtelter Tempelanlagen kennen Genrefans dagegen aus dem Geheimtipp La Mulana. Einen weiteren spielerischen Schwerpunkt setzt ein aus Outland oder Gianna Sisters gemobster Dimensionswechsel. Schon nach kurzer Zeit springt ihr munter zwischen der Welt der Lebenden und dem Reich der Toten hin und her. Dabei verändern sich nicht nur die Welt, ihre Türen und Plattformen, auch manche Gegner lassen sich nur in einer Dimension verhauen, womit wieder der Bogen zu den Schlägereien geschlagen wird. Guacamele hat uns ziemlich unvorbereitet getroffen und ist in seiner Nische ein echter Überraschungshit. Ähnlich gut wie das Spielkonzept ist nämlich auch die Präsentation. Schön grell, mexikanisch und vor allem bescheuert. Schade, dass Juan, seine Mitstreiter und Widersacher ohne Sprachausgabe auskommen müssen. Mit 12,99 € ist Guacamele vielleicht nicht das billigste Spiel im PlayStation Store, aber eins der unterhaltsamsten. Außerdem bekommt ihr direkt die PS3 und PS Vita-Version. Auf der PS3 gibt's sogar einen Koop-Modus, der sich gerade bei zeitkritischen Sprungpassagen aber als recht knifflig entpuppt. Das einzige echte Manko ist sicher der kleine Umfang. Nach 6 Stunden seid ihr durch, nach 8 Stunden habt ihr dann noch das letzte Geheimnis aus der Guacamole gefischt. Trotzdem, hier kommt ein Beweis, dass sich auch nur aus zusammengeklauten Zutaten was richtig Leckeres kochen lässt. Also, im Optimalfall. Oh, de puta madre!